Also rasten eine Stunde. Hat nicht sehr viel gebracht. Weil Markus noch blutet. Okay. Healing Point ist aber noch aktiv. Das heißt, wir rasten gleich noch eine Stunde. Das sieht schon besser aus. Okay, und hungrig. Dann isst doch mal Hühnchen mit Brot. Einen Schluck zu trinken. Jetzt müsste der Healing Poultice. Hä? Immer noch aktiv. Okay, dann nochmal eine Stunde. Das heißt, die letzten drei Stunden waren für Markus alles andere als angenehm. Hier in seiner Unterwäsche draußen in der Kälte zu hocken, so ein Feuerding hier umklammern, damit er nicht erfriert. Aber was muss, das muss. Reinstürmen blutenderweise wäre nicht besonders sinnvoll gewesen. Aber jetzt können wir das riskieren, denke ich. Rein da. Und hoffen, dass er nicht direkt bei der Tür steht. War es überhaupt näher oder war es denn sie? Wirkt schon mal ruhig. Okay. Schleich, schleich, schleich. Oh. Oh, ich glaube, sie kommt her. Das ist die Hexe. Okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, sie kommt näher. Geh weg. Geh weg, du hässliches Hunzelding. Ich will dich nicht nackig erschlagen müssen. Keuch, 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 keuch. Genau, taps, 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 taps. Schön weg. Da ist hundertprozentig unser Zeug drin. Sehr gut. Okay. Also Markus verschwindet jetzt. Er geht raus, geht zurück zum Feuer, zieht sich am Feuer die Rüstung an und kommt dann wieder hier rein. Und da ich das Ganze nicht machen muss, ziehe ich mich einfach hier an. Oder auch nicht. Weil das erst jetzt geht. Okay. Dum, 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 dum. Sehr gut. Nimm mehr Schaden. Und nimm mehr Schaden. Nee, nicht mit Fernkampfwaffen, mit Nahkampfwaffen. Schwert und Schild, wobei das Schild nicht wirklich brauchen. Okay. Und jetzt erschlagen wir diese hunstige Hexe. Eigentlich sollte ich mich zurückziehen, oder? Moment, wir haben... Nimm mal dich auf 2. Dich auf 1. Also Pfeile haben wir gerade. Nimm Ork-Pfeile. Da. Ist zur Hölle... Markus! Was war das? Noch einer? Also ich höre noch ganz schwach das Keuchen von noch so einem Vieh. Aber das ist wirklich sehr schwach. Die muss ein bisschen weiter weg sein. Ja gut, dann hätten wir gerne den Pfeil und wir müssen wieder was aussortieren. Ja, die Drucksack kam es aber noch gar nicht an. Den hätten wir gerne so. Da oben bestimmt. Und hier habt ihr gar keine tollen Sachen dabei. Keine Zauberstäbe oder Bücher oder dergleichen. Ah, hier sieht es schon besser aus. Eine Schriftrolle. Irgendwelche komischen Häute. Ah, nicht wirklich viel besser. Ne, 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 ne. Das kann alles da bleiben.
die Hock. Oh, Mammutstoßzahn. Den hätte ich gerne. Dafür werden wir irgendwas hier lassen müssen. Und zwar. Ja, Holzfällerachst. Es kann gut sein, dass ich das noch bereuen werde, wenn wir irgendwann draußen in der Wildnis erfrieren. Aber ich glaube, zu Hause haben wir davon noch eine. Wie viel können wir jetzt noch tragen? Ja, können wir auch noch so einen mitnehmen. So, du hast auch nichts. Seid ihr denn für Magier? Und es ist keine tote Hexe hier. Das heißt, es war nur irgendeine Illusion von so einer Hexe. Was Markus ein wenig mulmig werden lässt. Und wir wurden nicht beauftragt, Hexen zu töten. Oder Nekromanten. Wir sollten Forsworn töten. Und davon haben wir sehr, sehr viele getötet. Das heißt, wir ziehen uns jetzt zurück. Und hoffen, dass unser Auftrag erledigt ist. Und das Ding hier nehmen wir irgendwann mal auseinander, wenn Markus einen besseren Tag hat. Und wenn er nicht halb erschlagen wurde und dann stundenlang in der Kälte hocken musste. Da kann er sich jetzt wirklich was Angenehmeres vorstellen mit dem Rest des Tages, als irgendwelche magischen Hexen zu jagen, die Illusionen von sich zaubern können. Also, wie kommen wir am schnellsten zurück zu Ellie? Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Umhang? Umhang habe ich angezogen, oder? Hier, nee. Geht's hier runter? Ja, aber das wäre schmerzhaft. Wo ist die nächste Treppe? Lauf mal. Hier sollte es eigentlich einigermaßen sicher sein. Trotzdem bin ich ja lieber ein wenig vorsichtig, nicht, dass irgendjemand noch uns in den Rücken fällt. Die Kiste hatten wir... Ja, nicht knacken können. Das scheint der einzige Hochgang zu sein. Okay. Ziemlich verwinkelt hier, aber wir sollten gleich draußen sein. Dann müssten wir allerdings nochmal durch diesen inneren Bereich, der auch relativ verwinkelt war, wo dieser oben der geschützte Gang war, wo runtergeschossen wurde und so weiter. Da nochmal komplett durch. Oh, so geil. Dann können wir endlich raus. Wo war hier der Hochgang? Überall Wasser. Da ist die Brücke. Ah, da. Okay. Hops. So. Was für ein Tag, wirklich. Och, wir holen mal kurz eine Dibella-Statue. Und dann gehen wir da zu diesem Forsworn-Lager, mischen die auf und dann ist schon wieder alles gut. Nix da. Wir sind jetzt inzwischen 2 Tage. Und es war mehr als gefährlich. Irgendwo jault gerade noch so ein Kraut rum, aber das ist jetzt auch egal. Raus, 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 raus. Der Weg nach Hause wird noch interessant. Wobei wir... Also ich kann mir gut vorstellen, dass Markus jetzt wenig motiviert ist, nach Markas zu gehen und wieder in einem Steinbett zu schlafen. Letzte Nacht in dieser... Oh. Oh. Letzte Nacht... Hier noch mehr fallen. In dieser einen Höhle war schon unangenehm genug. Zusammen mit der Erfahrung, jetzt stundenlang draußen kauern zu müssen, bis dieser schwache Heiltrank endlich wirkt. Nee. Er will in seinem Bett schlafen, er will sich ausruhen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, heute Abend noch zu unserem Haus zurückzukommen. So, hier war, glaube ich, alles sicher. Raus, 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 raus. Dann wird einmal auf die Karte geguckt. Jetzt wissen wir ja, wo wir ungefähr sind. Nämlich beim Deepwood Redoubt. Zip. Ja. Oh Gott. Also. Wir folgen der Straße bis zu einer Kreuzung. Dann gehen wir links. Dann kommt gleich wieder eine Kreuzung. Dann gehen wir rechts. Dann gehen wir die 2. Kreuzung. Oh. Oder wir nehmen den Weg hier. Okay.
Wir gehen bis zu der ersten Kreuzung, da gehen wir links und dann halten wir uns immer rechts. Dann kommen wir bis hier lang, hier rum, darum, bis nach Dragonbridge. Dragonbridge folgen wir ebenfalls den Weg weiter nach Osten raus und dann immer weiter rechts die Straße lang, also die Hauptstraße lang, keine so Nebenstraßen wie hier. Und dann kommen wir immer weiter runter, reiten durch Rorikstead und sind dann hier in den Whiterun-Ebenen. Und ab da kennen wir das Gebiet hier wie unsere Westentasche. Okay. Das klingt machbar. Das heißt, sobald wir in Dragonbridge angekommen sind, was der wuselige Weg ist, sobald wir da angekommen werden, denke ich mal, können wir Markus auch alleine reiten lassen. Und dann schauen wir ihm wieder über die Schulter, wenn er zu Hause angekommen ist. Aber erstmal nach Dragonbridge kommen. Also, raus, Straße folgen, einmal links abbiegen und dann immer rechts halten. Gut, 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 gut. Natürlich schneit es, aber das wird hoffentlich nachlassen, sobald wir in etwas tiefere Gebiete kommen. Und Ellie hatten wir irgendwo hinten, da hinten, im Gebüsch geparkt. Mal kurz umschauen. Was ist das da? Sieht auch aus wie eine Forsworn-Hütte. Mit einem Geldbeutel. Oh, hallo. Forsworn? Forsworn. Sehr gut. Kann ja nicht angehen, dass wir hier unverrichteter Dinge weggehen. Hm? So, dich hätten wir gerne noch mit und dich hätten wir gerne noch geknackt. Komm schon. Es sind nur noch zwei Dietriche. Ah, nee, nee. Ha, also. Komm schon, Heiltrank. Hi. Was? Ist doch alles Mist. Obwohl den einen Eisenbarren da können wir mitnehmen. Gut. Ellie. Ah, die Hops. Problem ist jetzt nur gerade, ich sehe hier gar keinen Weg. Soll das hier der Weg sein, den wir folgen müssen? Bis zur ersten Kreuzung? Hier ist kein Weg. Also hier vorne kommt gleich ein Weg bei der Höhle, wo wir übernachtet haben. Ich nehme mal an, der ist gemeint. Oh, das wird doch wieder alles nix. Na gut, im Notfall folgen wir einfach dem Weg. Oben rum. Troll gegen komisches Eiswesen. Gib ihm die Sporen. Hier die Spuren, wie auch immer. Einfach weg, 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 weg. Da ist noch so ein Eisding. Weg, 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 weg. Und ein Schneesturm bahnt sich an. Ja, gib ihm. Okay. Also ich bin definitiv falsch. Das ist nicht der kurze Weg nach Dragonbridge. Das ist der lange. Da ist ein Säbelzahntiger dagegen. Oh oh. Ach, ihr schon wieder. Das ist jetzt aber nicht der Typ, der uns verprügeln will, oder? Wir nicken ihm kurz zu. Sie bedankt sich für die Unterstützung und wir reiten schnell weiter, bevor der Typ auf uns zustürmt und uns angreift. Der ist echt Psycho, der Typ. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob er das war oder sein Bruder. Weil die sehen sich ziemlich ähnlich, aber... Bah, nee. Nee, nee, nee. Mit den Companions haben wir erstmal nichts am Hut. So, Dragonbridge, da lang. Raus aus dem Schneesturm. Was seid ihr für eine Patrouille? Vigilance oder so. Ja, ist egal. Einfach weiter. Möglichst schnell ins Tal, möglichst schnell weg von hier. Und der Schnee verwandelt sich zu Regen? Ich hoffe nicht. Regen wäre noch schlimmer. Dann ist es nicht nur kalt, sondern auch nass. So, Dragonbridge. Von Dragonbridge aus
den östlichen Ausgang. Wo ist Osten, Markus? Einfach der Straße folgen, richtig? Südlich, denn ist da ungefähr östlich. Ja, hops. Und es fängt echt an zu regnen. Hast du jetzt davon, hier zu schlafen, Markus? Wie spät haben wir es? Es ist schon abends. Ja, komm. Besser als jetzt im Regen irgendwie den Weg nach Hause zu finden und sich zu verlaufen und alles Mögliche. Also doch kein gemütliches Bett zu Hause, aber dennoch ein gemütlicheres Bett als in einer Höhle, im Gebirge oder auf dem Steinbett in Markas. Definitiv. Ja, warmes Bett klingt super. Kurz die Hände aufwärmen, dann Abendbrot und dann ab in die Haier. Auch wenn es ein Ticken früh ist, aber ich denke, nach dem Tag wird Markus kein Problem haben, einzuschlafen. So, wie geht's dir? Satt, nicht durstig, etwas müde. Ja, aber erschöpft. Definitiv erschöpft. You've been working hard lately. You'll make a fine innkeeper someday. If the nine are willing. Die neun? Die neun? Okay. Lassen wir mal gehen, ne? Hallo. Nate is the name. I keep the inn. Ich hätte gerne Wasser. Mhm. Und Essen haben wir noch, ne? Ja. Und ein Zimmer für die Nacht. Sure thing. It's yours for a day. Gut, das war's. Right, oh, wieder so ein Inn ohne Türen. Hm? Aber was soll's. Oh, und das. Ja. Besser als ein Steinboden. Besser als ein Steinboden. Nicht, dass wir auf einem komischen Holzgerüst schlafen würden mit nur ein bisschen Stroh und durchgehend von zwei Elchköpfen angestarrt werden. Während die Leute, die direkt an der Bar stehen, uns die Füße anstarren. Aber es ist besser als auf dem Steinboden. Also gute Nacht.